Ich weiß nicht, ob das wieder abgekattet wird, aber egal. Servus, grüß euch. Es geht weiter mit Resident Evil. Mal schauen, wie lange ich heute spielen kann. Und vor allem, ob ich weiterkomme. Und damit ihr mich auch hören könnt, holen wir uns erst das Mikro her. Ich hätte es jetzt vergessen. So. Den brauche ich fix nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Zwei Falcons haben wir ja schon. Und ich hänge gerade ein bisschen. Ich hoffe, ich komme da jetzt wieder rein und finde, wo ich hin muss. Weil ich weiß schlicht nicht, wo die nächsten Flakons sind. Das kann man ja irgendwie nicht anklicken, oder? Ja. Okay. Okay, also Dimitrescu habe ich. Ich glaube, Donner ist die Puppe gewesen, das habe ich auch. Das heißt, mir fehlt jetzt Moreau und Heisenberg. Wie komme ich drauf, wo die sind? Kann ich ihn fragen? Stets zu Dienst. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Ja, kann ich nicht. Okay. Bleib vorsichtig. Ist schon ein bisschen arm aus. Willkommen, Ethan. Was ist das? Ach, das ist ein Herstellungsding. Brauche ich das? Kann ich das nutzen? Eine interessante Wahl. Bis nicht. Mehr kann man echt nicht kaufen. Ist ja schlimm, teuer. Okay. So. Hier war ich und konnte nichts machen. Okay, da hinten komme ich nicht mehr hin. Das habe ich ja schon festgestellt. Hier ist nämlich das Kugellabyrinth. Das ist das Schloss. Moment, was brauche ich hier? Da komme ich nicht durch. Genau, das habe ich ja schon festgestellt. Okay, hier ist Luisas Haus. Eventuell kann ich da was abholen. Und da geht's wieder zurück, oder? Und da sind wir gekommen. Okay. Hier bin ich. Wir gucken erstmal zu Luisas Haus. Ob wir hier irgendwas Besonderes bekommen. Da komme ich ja nicht hin, weil der Schlüssel noch nicht fertig ist. Ich muss den Schlüssel irgendwie fertig kriegen. Ja, die Richtung stimmt. Eine Minimap wäre extrem geil in dem Spiel. Moment. Ah, da vorne. Hier schon. Nee, da geht nichts weiter. Aber da muss ich ja irgendwie... Ah, von der Kirche aus. Ich bin es halt so gewohnt, dass ich nur laufe, wo auch
Straßen sind. Aber hier. Da gibt es ja einiges. Da habe ich echt gut was abgeholt. So. Da gibt es nichts zu machen. Ach, das Haus ist ja abgebrannt, genau. Brauche ich diesen Schlüssel? Oder habe ich den schon gebraucht? Im Sarg dieses Adligen ruht ein unschätzbar wertvolles Erbstück. Aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Okay. Was bringt mir die Halskette? Ups. Ah, da. Okay, das bringt mir der Schlüssel. Ich meine, hier ist ja alles dicht. Da kann ich ja gar nicht mehr rein. Finde es ja lustig, dass mir das angezeigt wird. Das ist ja alles schon tot. Alles abgefahren. Abgebrannt. Kann ich. Muss ich durchs Fenster hüpfen? Eine Rohrbombe. Okay. Wir werden jetzt einfach versuchen, alles durchzugehen, was wir noch nicht komplett durch haben. Vielleicht finden wir da noch was.
Habe ich jetzt schon? Ja, keine Ahnung. Okay. Brunnenkurbel. Was hab ich denn da gerade gelootet? Wo ist denn das? Okay. Hä? Da war ich doch gerade. Ach so, das gibt da bis noch ein Stockwerk. Wie komme ich denn darauf? Von hier nicht. Von hier. Hier gibt es aber nichts außerdem, was ich ohne Dietrich nicht aufmachen kann. Okay.
Das Dietrich-Problem habe ich auch hier. Aber hier nicht. Bei dem Brunnen war ich auch noch nicht. Okay, das heißt hier raus, hier rüber. Da rein, dann vielleicht hinten raus. Muss mal schauen. Okay, muss ich auch hier nochmal ran? Das sehe ich nicht. Ah. Das war's, okay. Ja, Mann, das Geld liegt auf der Straße. Man muss es ja nur auflesen. So. Dann gehen wir jetzt hier raus, hier rüber. Da ist überall frei.
What the fuck? Zum Glück hatte ich genug von denen. Aber die Richtung müsste schon mal stimmen, weil die haben wir den Schlüssel gebraucht. Naja, da komme ich ja dann von da hin.
Okay. Da muss ich irgendwie rein. Oder? Komme ich da rein? Schaut nicht so aus. Komme ich denn da rüber? Zugbrücke. Okay. Das bringt mich zwar nicht dorthin. Ich muss ja doch irgendwie schon hier gewesen sein. Wie bin ich denn da hingekommen? Da ist zu, da ist zu. Da komme ich irgendwie nicht hin. Ach, übers Wasser vielleicht. Dort übers Wasser, okay, das könnte natürlich auch sein, ja. Gehen wir mal übers Wasser. Nur das 100 Meter. Ja, das hat mir voll geholfen. Wieso kann ich all diese Dinge nicht wegwerfen? Kann ich die verkaufen? Mal. Das ist reinste Tetris.
ein Dietrich. Geht auch hier nicht auf, okay. Da ist ein Schwein drauf und da steht Foto eines seltenen Tiers. Aufzug zum Stausee. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Okay, das heißt, hier muss ich irgendwo was finden, um den Schlüssel zu vervollständigen.
Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist sicher eine Falle. Das ist sowas von eine Falle. Du bist dumm, du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Psycho. Dreckiger kleiner Dieb, du. Warte, ich überlasse es dir nicht. Was du bettelst. Wie komme ich hier raus? Ich bin ja schon draußen. Hä? Das kommt mir ein bisschen zu einfach vor.
Ups, hoppla. Jetzt muss ich auch noch Boot fahren. Was war das? Ich sag mal, nichts Gutes. Geht noch einiges weiter, ha? Kommt man dann hier beim Zeremonienplatz wahrscheinlich wieder raus? Mal schauen. Was ist das denn? Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Ja, erklär mir das mal, Junge. Schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Was geht denn hier ab? Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereit vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite. Nicht du! Was laberst du?
Was ist los mit dir, Mann? Alter, was kotzt der rum? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter, warum? Warum? Das Gefühl, ich soll hier gar nicht kämpfen. Verdammt, was jetzt? Tja, was jetzt? Andere Waffe. Geflutet, hat er gesagt. Wenn ich das Wasser ablasse, ist ein Strom. Starkregen kann hiesigen Wasserwesen schaden. So Verkehr sollte da. Setzen Sie die Windmühle mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang, ist schon ewig alt und entsprechend tramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2, das ist der einzige Satz, den wir haben. Das ist natürlich easy. Jetzt? Ich muss jetzt also darüber. Okay. Ja, mit der Brunnenkurbel wird es nicht gehen. Okay. Wie?
Aber wie? Ich komme ja hier nirgends runter. Da komme ich auch nicht hin. Muss doch von da oben irgendwie gehen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Was bringst du mir denn da Schönes? Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Geht's runter. Klingt wie ein weibliches Tennisspiel. Weiter geht's. Widerlich. Ach so. Oh.
Was muss ich denn jetzt machen? Ich wieder zurück? Ich muss wieder zurück, hä? Eigentlich muss ich dahin. Ah. Okay. Blau, orange und gelb. Oh, ich bin tot. Ja, und jetzt? Ach, da lang. Okay. Sieh her, Mutter! Wow, was für ein Fang! Jetzt? Ich muss hier weg! Hm.
Oh, bin tot. Was habe ich da jetzt gerade falsch gemacht? Ich habe es nicht gerafft. Wow, was für ein Fang. Ich muss hier weg. Muss ich mir die Kurbel holen oder muss ich wieder zurück auch nach Okay? Das wird echt anstrengend, ha? Wenigstens darf ich so zurück. Okay. Vielleicht auch nicht. Check's gerade nicht. Komm nochmal rauf. Links raus, genau.
Ja, lol. Okay. Ach, dann ist das wahrscheinlich verdreht. Okay, ich bin ein Depp. Zudrehen. Okay. Blau, blau, schwarz, orange. Blau, blau. No. Blau, schwarz, orange. Blau, orange, weiß. Blau, schwarz, orange. Blau, orange, weiß. Blau, weiß, orange. Okay. Nein, warte. Oh Gott, ich raff's gerade nicht. Moment. Das stimmt schon mal. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. In der Mitte muss ich weiß machen. Das war's. Geschafft! Thank you.
kann ich nicht zählen. Ich raff's nicht. Wie genau bringe ich dich um? Ja, ich auch nicht, Junge. Das wusste ich irgendwie, dass der Platz. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Jo, das war echt ein Ekelpaket. Achso, einen Weg rausfinden. Da habe ich Moro getötet. Ich versuch's mal hier. Vorne ist der Ausgang. Spoiler! Ich wusste noch gar nicht, ob da vorne der Ausgang ist. Wenn davon aber auszugeht, aber trotzdem. Dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm, wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier, das muss ich dir lassen. Oh, das ist aber Heisenberg, wie geht okay. Es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Lebt das Ding? Ja.
Wir haben schon wieder 1,5 Stunden. Was sagt ihr? Schaffen wir es heute? Mann, ist es tief. What the hell? Ich werde keinen Platz haben. Ja, denke ich mir da.
Alles durchgeladen. Ist die so groß? Oh Gott.
Lol, die leben noch. Die armen Schweine. Mal kurz Pause. Ach, passt das nix. Okay, passt. Habe ich jetzt versehentlich umgedreht? Ja, habe ich.
Oh.
Das ja, kann ich nicht weggeben. Muss ich liegen lassen. Das muss ihr Nest sein. Durchschuss. Das war gar nicht geplant.
Na los, Rosa! Ständig am Bümmeln hier, ist ja Wahnsinn. Okay. Und weiter. Ne? Na, das soll so sein, dass man das sieht, okay. Des Königs und sämtlicher Reichsrückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzer und die Festung verlassen müssen. Und so weiter und so fort. Speichern. Mei,
dein Inventar ist voll. Aber okay. Nachher nicht mehr nochmal. Mein Inventar ist voll. Moment. Das ist nicht gut. Kannst trotzdem nicht nehmen, aber zumindest ein Teil davon. Habe ich auch nicht schon Schreckliches? Ich hab nichts. Ah, doch, die ich gar nicht benutzen.
Leck mich doch. Haben wir doch gar nicht. Mein Inventar ist voll, jetzt gedacht, schon wieder. Ein Händler wäre echt geil. Aber zumindest habe ich jetzt den vier. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Was ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Was ist mit dem? Verdammt. Okay. Wir sind da quasi da unten drunter, wo wir vorher waren, oder wie? Was ist da oben?
Nice. So, dass die Muni ich gerade nicht genommen habe, okay. Das kann man. Da bin ich ja gekommen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Jetzt abgesehen von Munition. Hier unten. Ach so, ich muss raus. Ich bin doof. Der Altar, der ist ja draußen. Ich hätte gar nicht reingemusst. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Stets zu Diensten.
Willst du dich wirklich jetzt schon davon trennen? Oh, mal sehen, später. Was du auf deiner Reise so alles findest. Was war das? Ja, der Heisenberg will mich jetzt sehen, okay. Da wäre es noch so viel zum Abholen, ist ein Wahnsinn. Gehen wir mal zum Heisenberg. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt einstecken hätte müssen. Nee, schaut nicht so aus. Ich muss zum Zeremonienplatz. Aber nice to know, dass wir das jetzt haben. Und weiter geht's. Mal gucken. Ist nichts Neues. Oh. Ein Aufzug. Okay. Schauen wir mal, wo es hingeht. Alles wird gut, na, das würde ich sehen. Na los, komm einfach über die Brücke. Das klingt nach einer Falle. Deswegen drücken wir hier nochmal auf Speichern.
Freundes. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Es klingt aber so. Was soll das werden? Das klingt sehr nach einer Falle. Das klingt so dermaßen nach einer Falle. Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Ich hätte es ja nicht eingegangen, aber wenn er unbedingt will. What the fuck? Das ist nicht so das, was ich sehen wollte. Scheiße! Ja, komm, töte mich. Ich hab das gar nicht gecheckt, was da abgeht. Sackgasse. Scheiß drauf. Was war das für ein Ding?
Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Ja, warum bist du dann überhaupt gekommen? Das ist ein Kokille. Ja, töte mich. Okay, du tötest mich nicht.
Danke. Bin ich hier richtig? Ich weiß gar nicht mehr, suche ich nach Strom oder nach dem Ausgang? Thank you.
Ich bin wieder da. Mich überrascht nichts mehr. Ich brauche Heisenbergs Schlüssel. Ja, das ist natürlich schwierig. Dann gucken wir mal hier hin. Okay, hier ist nichts mehr. Ne, da hab ich nicht hin. Da wollte ich nochmal hin. Da habe ich wohl irgendwo was übersehen. Jetzt muss ich da eiskalt wieder zurück, oder was? Aber was habe ich übersehen? Wie komme ich zu diesem Generator? Der ist auf der unteren Ebene, war nicht hier. Hier muss ich nicht rein, war. Und da kam ich ja.
Jetzt bin ich aber wieder hier. Wie komme ich dorthin? Ich habe irgendwas hier übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Okay, nur das. Also da unten bin ich clean. Es muss hier oben sein. Irgendwas ist hier noch. Just have to find it. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Aber was denn? Jetzt bin ich wieder hier. Dietrich. Kann ich diese aufschießen? Echt? Ein Dietrich brauche ich, aber aufschießen ist nicht. Wo ist der Fehler? Okay. Wir müssen cheaten an der Stelle. Ich komme nicht darauf. Heisenbergs, oh, hoppla, Großbuchstaben. Heisenbergs Schlüssel.
Okay. Ja, der Heisenberg erzählt mir nichts. Irgendwas fehlt da. Ich muss da weiter retour, irgendwas fehlt mir ja. Ein Zahnrad muss ich herstellen. Ja, wie denn? Oh, falsche rechts, oder? Wo? Ach, wo war diese Karte? Ich muss hier runter. Aber hier ist die Karte nicht, da muss ich nochmal runter, glaube ich. Oder halt rauf. Ah ja. Willkommen, willkommen! Es gibt einiges Neues zu entdecken.
Wie komme ich da hin? Ach, das ist nach unten. Wie komme ich zu diesem Generator?
Ach so, okay. Ich glaube, ich stehe nicht an. Meine Lieben, dann werden wir an dieser Stelle den Stream erstmal beenden. Und ich versuche herauszufinden, wo ich da anstehe. Schönen Abend. Ciao.